Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Wir müssen gerade erstmal pennen gehen. Guten Morgen, mein Schatz. Ja, wieder ein sonniger Tag. Hier können wir auch noch einen schönen Vorplatz oder irgendwas bauen. Das müssen wir mal gucken. Wir haben in der letzten Folge hier unser Haus angefangen. Oder nicht unser, aber ein Haus. Und natürlich hier... Hoppala. Zaun. Das wird das erste Häuschen mit Zaun davor. Oder mit Garten davor, wie man es nimmt. Und wir sind, glaube ich, am letzten Tag im Herbst. Oh, falsches Gebäude. Das heißt, wir starten bald durch in den Winter. So, jetzt brauchen wir Stein und Rundhölzer. Rundhölzer können wir mal mit anfangen, dass wir die verbauen. Ja, dann geht's in einen langen, kalten Winter. Aber wie gesagt, den würde ich gerne dann nutzen, dass wir unser Dorf verschönern. Dass wir eine Feuerstelle machen, dass wir gucken, dass wir Geld reinkriegen. Wir müssen dann noch bald Steuern zahlen. Guten Morgen. Und ja, all so Dinge machen, dass wir noch weiter Bewohner besorgen. Das sind so Dinge, die ich gerne machen würde. Und da können wir den Winter dann auch ganz gut mit rumbringen, denke ich. Da sind wir eine Weile mit beschäftigt. Kalkstein. Ich glaube, 7 Rundhölzer brauchen wir noch. 8. Nehmen wir eins mehr mit. Kupfermesser haben wir noch. Wir haben keine Äxte mehr. Ich mache zur Not mal ein paar. Dafür brauchen wir gerade ein paar Stöcke. Brauchen wir ein paar Stöcke. Und acht Steine, dann machen wir gerade mal 4 Steinäxte, die wir hier reintun können. Falls die Schmiede mit den Kupferäxten nicht hinterherkommen, dass wir da auf jeden Fall weiter mit Holz und Brettern versorgt werden. So. Kommen rüber. Die Schalen können wir rüber tun. Können wir noch ein paar Stöcke reinpacken. Und ein paar Steine, ne? Da haben wir jetzt noch 9 Kilo. Bevor mir zu schwer werden. So, dann können wir hier nämlich weiterbauen. Machen wir gerade mal. Vielleicht nicht so ganz geschickt, den Zaun erst zu bauen, aber ich mache es trotzdem. Ich muss dann nämlich immer durch die. Das Tor hier. Ja, wir haben nicht so viel Platz für Großvorgärten und so, aber ein bisschen wollte ich eigentlich schon.
3 braucht man dann nur, okay. Hoppala, das meinte ich. Da brauchen wir noch ein Rundholz. Sehr gut. Da können wir gerade die Rundhölzer, die wir haben, zu Brettern verarbeiten. Dass wir da schon mal die ersten Bretter verarbeiten können. Achso, ich brauche Rundhölzer im Dach, ich dumme Nuss. Naja, müssen wir nochmal wieder welche mitnehmen. 6 Stück brauchen wir da. Nicht dran gedacht. Ja, genau, jeweils ein Rundholz. Aber gut. 6 Rundhölzer und viele, viele Bretter. 36 pro Seite. Das heißt, 72 Bretter brauchen wir. So, erstmal 6 Rundhölzer. Und was haben wir an Brettern? 54, 72 brauchen wir. Was kann ich? 18 Kilo ungefähr. Ja, ein Hauch zu schwer, aber das geht klar. Trinken müssen wir gleich auch was. Trinken. Ein Schlückchen. Einmal, zweimal, dann gleich. Kann man die Rundhölzer hier noch überall verbauen. Dass wir da vom Gewicht her leichter werden. Ob ich hier einen Weg lang mache. Weil dann könnten wir da auch noch Vorgärten vor die Häuser machen. Wäre eine Überlegung, oder? Dass ich den Weg da oben dann wegmache und dann hat Gärten einfach für die Häuser. So, 18... 20 Kilo sind dann 48, knappe 25 Kilo. Oh, 35 wären es gewesen. Dann nehmen wir alle mit. Jetzt sind wir ein bisschen zu schwer, aber das ist machbar. Ja, ich glaube, das machen wir mit dem Weg. Dann machen wir den weiter, führen wir den weiter unten lang und machen dann hier kleine Gärtchen vor die Häuser. Okay, bei dem hier wird es nicht. Ja, das ist auch kein Haus. Das passt. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung. Kann ich, glaube ich, ganz gut mit leben. Hallo? Müssen wir echt gucken, dass wir unser Dorf schön kriegen. Jetzt den Winter über. Das wird jetzt, wenn ich es richtig sehe, der letzte Tag wahrscheinlich sein. Upsa. Jetzt brauchen wir noch Bretter. Das heißt, wir müssen fällen. Ja, ein Baum könnte reichen. Da stehen welche dicht beieinander. Hallo?
So, Rundholz, 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 Rundholz. Stock. Da oben. Ah, ne, hier. Hier. Machen wir nochmal 8 Bretter. Die müssten eigentlich reichen. Dann können wir noch... Oh, ich muss das trinken. Dringend trinken. Machen wir gleich. Nicht, dass wir während des Häuserbaus hier verdursten. Zwei Bretter fehlen noch, okay. Ein Rundholz also. So, Schlückchen. Da können wir auch gleich noch baden. Und noch was weiter ins Wasser. Einfach, dass wir da nicht anfangen zu stinken, ne? Kriegen wir Stress mit Frauchen. Also nicht wirklich, aber so rein vom Prinzip her. Können wir gleich noch einen Happen essen. Da ist das. Mal wieder gebratenes Fischfilet. So. Dann sind wir wieder satt. Oh, wir sind bei fast 800 Kilo. Hoppala. Wir brauchen... Bretter, haben wir wieder Bretter? Zwei Bretter, perfekt. Und dann haben wir noch Platz für 30 Kilo Stein. Sehr gut. Dann können wir hier nämlich weiterbauen. Machen wir erst das Dach noch fertig. Falls es mal anfangen sollte zu regnen. So. Mach da. So außer Atem. Bauen ist anstrengend. So, brauchen wir noch mehr Steine. Aber Steine sollten wir genug haben. Denke ich doch. Ja, die habe ich falsch rumgebaut, die Näherei. Tue ich mich immer ein bisschen schwer, mir das zu erkennen, wie rum die gebaut werden. Aber... kriegen wir auch noch hin. So, 33 Kilo. AK 33 Steine. So, minimal zu schwer, aber das geht klar. Das packen wir. So, der ist weiter am Arbeiten. Das ist das Schöne, dass wir jetzt zwei Steinsammler haben. Dann brauche ich selber nicht mehr so viel sammeln. So, dann haben wir bald ein neues Haus. Schön. Können wir wieder auf Bewohnersuche gehen. Ich muss natürlich auch gucken, was können die arbeiten, ne? Ich sollte vielleicht davor noch eine... irgendwas bauen, was sie dann noch tun können. So, 5 Steine brauchen wir noch.
5 kriegen wir hin. Kann ich da auch noch den Zaun weiter hochziehen im Prinzip? Stein 5. Ja, da können wir da den Zaun noch weiter nach oben ziehen, dass wir da auch schöne Abgrenzung haben. Freut mich. So, das nächste Haus. Ich muss aber auch gerade mal gucken. Journal, Aufgaben haben wir, glaube ich, keine mehr. Finde ein, ach, einen Erben haben. Ja, das müssen wir noch machen. Und damit können wir dann 44 Gebäude bauen. Was haben wir aktuell für ein Gebäudelimit? 35, okay. Wir haben 26. Ja, das passt. Da müssen wir warten. Da müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten. Die ist dann jetzt bald. Nebenquests und Herausforderungen haben wir keine. Sehr gut. Was fehlt hier noch? Irgendwas fehlt noch. Ups. 3 Steine. Okay. Ein. 2. Haben wir noch einen dritten? Federn. Noch ein dritter Stein wäre natürlich, dann brauche ich nicht. Oder ist ein Pilz, Stock. Und jetzt wäre ich wahrscheinlich schon längst zum Ding gelaufen, aber jetzt suche ich den dritten Stein gerade noch. Da man doch. Jetzt haben wir das einfache Haus. Mit Vorplatz. Ja, wie gesagt, hier könnte ich noch mal gucken. Ob ich hier den Weg lang lege. Und dann hier hinter den Häusern. Könnten wir hier nämlich auch Zäune bauen. Dass wir hier so eine Art Vorgärten haben. Ja, ich glaube, das könnte noch ganz nett werden. Ja, dann können wir hier nämlich jetzt auch noch den Zaun hochziehen. So. Stöcke. Sammeln wir gleich mal das Material für unseren Zaun hier. So eine ganz praktische Sache, oder? Stock nehmen. Tam, 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 tam. Stöcke. Hm. 5 brauchen wir pro Feld. Stock. Stein sammeln wir auch auf.
Ich kann nicht arg weit in die andere Richtung. Weil wir da, da ist dann die Feldgrenze. Oder die Mapgrenze. Da werde ich dann wieder zurückgesetzt. Deswegen hier auch der Zaun. Dass wir da schöne optische Abgrenzung auch haben. Genau, das meinte ich. Genau das meinte ich. Da ist dann nämlich Ende Gelände. Also nochmal Federn. Müssen wir mal gucken, was er da. Da können wir, glaube ich, nur für Pfeile verwenden, oder? Müssten wir mal gucken. Kein Hammer mehr. Ups. Da brauchen wir Rundhölzer und Stöcke, ne? Dann holen wir das gerade mal hier. Ein Rundholz. Und dann können wir noch viele Stöcke mitnehmen. So, dann craften wir gerade mal einen Hammer. Vielleicht sollte ich direkt noch einen zweiten machen. Wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Dass wir direkt Reserve haben. Wenn der eine hier wieder kaputt geht. Und er wird kaputt gehen. So, da haben wir eine schöne optische Abgrenzung. Das finde ich gut. Das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass ich den Lattenzaun auch noch bauen muss. Nicht einfach nur da hochziehen, sondern auch noch dann tatsächlich bauen. Aber gut, dass ich es rausgefunden habe. Sieht das nämlich schicker aus, als wenn da nur die Stöckchen oben stehen. Deutlich schicker. So, dann müssen wir mal gucken, was wir... Das können wir aber in der nächsten Folge dann machen. Ich sehe nämlich die... Also was wir als nächstes bauen können. Ja, Zeit ist jetzt nämlich um. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.